Oh, armer Professor Layton, jetzt schätzt man ihn mehr als damals, als er selbst war. Ich bin total im Eimer. Ich auch. Aber nein, wie was zu trinken? Scheiße. Man schätzt Professor Layton mehr als damals. Ja, jetzt ist er auch mehr wert. Oh. Man schätzt ihn höher. Man schätzt ihn. Ja. Wie sollen wir diesen Mann einschätzen? Ja, so 12 Millionen Euro. Das erinnert mich an diesen alten, ein Rätsel. Diesen alten Kommentator aus irgendeinem Fußballspiel, der sagt, der ist sein Gewicht in Gold wert. Ich kenne nur einen. Und der hat gesagt, hat gespielt wie Flasche leer. Ihr habt den Stab auf dem Boden also nicht bemerkt. Worum geht's überhaupt gerade? Um den Stab. Okay. Wisst ihr, ich habe nicht einmal auf den Boden geschaut. Meine Augen waren die ganze Zeit auf meine neue Einnahmequelle gerichtet. Wenn überhaupt, dann habe ich einmal kurz zur Decke geschaut, aber auch nur, weil das Ding dorthin zeigte. Ich hab ihn gefunden, also gehört er mir. Also hab ich ihn eingesackt. Kann man den Kerl nicht verhaften? Aber wir haben da jetzt eigentlich alles, oder? Wir wissen, ja, da müssen wir wahrscheinlich irgendwas präsentieren. Hm. Na nü? Achso, nee, jetzt bringt nichts, genau. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Aber was soll denn dann sein? Hm. Okay, er hat irgendjemand nur auf den... was zur. Hm? Wenn was wir... haben wir denn zum Präsentieren? Ja, dann? Gute Frage. Präsentieren wir doch mal. Gucken wir mal zumindest. Name Maya Fey, Hexerei verwandelte Professor Layton zu Gold. Mhm. Die Wand hinter dem Gemälde am Tatort war grün gestrichen worden. Das muss ja jetzt nichts heißen. Ja. Grundriss. Hm. Ja, das ist halt das wieder. Ne? Ja. Da können wir jetzt, glaube ich, auch nicht viel mit anfangen. Alles geklärt sein. Die Thalia Magica ist. Das ist auch jetzt nichts, oder? Ja. Sieht ja hübsch aus und so, aber. Was steht da dabei? Durch den Zauber Goldor in Gold verwandelt. Der Arm ist wieder dran. Das ist aber schön. Profile. Mord an Layton durch Goldverwandlung. Ha! Ein Widerspruch. Es ist bestimmt kein Mord gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Layton dann weg ist. Die können doch nicht einfach so einen wichtigen Charakter sterben lassen. Vielleicht wird er wieder zurückverwandelt. Wer weiß. Von der echten Hexe oder was auch immer. Hey, man stelle sich vor, jetzt kommt raus, dass Layton der Hexer ist. Eine Hexe. Was wird dann mit ihm passieren? Er wird eingeschmolzen. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ich weiß. Okay, wie die eine erste noch kauziger als zuvor, ist ja schön. Lieblingsspruch, oh je, Mini. Ja. Zeuge. Das ist auch die herausragendste Eigenschaft von ihr. Zeuge, Komma, Barde. Der von einem Papagei begleitet wird. Zeuge, selbsternannter Lehrling des Opfers. Immer ein Opferlehrling. Du Opfer. Nein, also, das ist ja auch sowas. Ah, da gibt's ein Video dazu, was ein Opfer ist. Da wird so ein Hip-Hop-Kiddy ja irgendwie, oder so jemand, der spielt eins, also das ist alles natürlich nicht echt, das ist Satire, werden so Bilder gezeigt, erst von normalen Leuten oder Celebrities oder was auch immer, und dann immer so Opfer, 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 und dann auf einmal so von wirklich Unfallopfern und dann, dann kommt dann nicht Opfer. Also, stell dir mal vor, es ist wirklich schon so krass, dass die Kinder, die das ständig nutzen, wirklich nicht mehr wissen, was ein Opfer denn eigentlich ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht.
Wobei. Oh. Doch. Flugzeugabsturz mit 100 Opfern. Ja, dann ist ja nicht schlimm, wenn er keine wertvollen... Die haben verdient. War nie alles Opfer. Nein. Oh Mann. Okay, er war als letzter da. Ist das so? Das hat geglitzert und gefunkelt. Sonst hat er nicht viel gesehen. Er war als letzter da und konnte das sehen? Hm. Ich will einen Tipp. Wir haben ja genug. Ja. Ja. Außerdem, wir können dann wieder eine Schnapszahl draus machen. So, Angreifen. Hä, den angreifen? Warum sollen wir den angreifen? Hatten wir das nicht? Vielleicht. Vielleicht hat der... Ah, Luke! Eventuell. Ja, oder wir haben ja vorhin dann den Vidian angesprochen, aber vielleicht dürfen wir das nicht, sondern müssen bei ihm bleiben. Das kann natürlich sein. Das war... Ne oh, das ist fies. Okay, aber Moment, also... Ah! Und dann hätten wir noch das faszinierende Wörtchen... Und den gerissenen Reim. Und hier macht keiner was, oder? Hm. Ja. Was zum... Und dann haben wir noch die Alliteration. Wisst ihr, dies ist eine Weise an die Verwirrung. Ja. Hm. Okay, weiter. Das Ziel habt ihr erreicht. Ich bin verwirrt. Und je, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, diese Weise hat keinen tieferen Sinn. Sie ist nur eine ein künstlerischer Ausdruck meiner selbst. Euer Liedchen hat mit diesem Fall also nichts zu tun, sehe ich das richtig? Ich bin ein Quell musikalischer Poesie und poetischer Musik. Niemals. Jetzt ist es, glaube ich, der Richtige. Wollen wir den mal probieren? Ah, hier mach steht mal. Auch beobachten. Na, mal gucken. Sekunde. Wie er guckt? Luke, was willst du sagen? Willst du etwas sagen? Oh, tut mir leid, ich habe den Faden verloren. Was gibt's da rein? Gar nichts. Du scheinst ja während Herrn Paparottis gesungene Aussage sehr angestrengt über etwas nachgedacht zu haben. Willst du uns etwas mitteilen? Oh. Naja. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was Herr Flamberg vorhin gesagt hat. Worüber genau? Menschen, die Zeugen von Magie werden, verwirrt diese und sie wissen nicht mehr, was real ist. Oder Netto oder Lidl. Ja, sie vergessen plötzlich, was ganz normale Discounter sind. Oder größere Kaufhäuser. Und was wirklich passiert ist. Ich glaube, das hat Herr Flamberg gemeint. Hm. Er hebt seinen Finger. Ja, ja, und Herr dann, Luke, oje, oje, Mini. Und dann kam mir in den Sinn, dass es eine Möglichkeit gibt. Wisst ihr, wir haben hier... Köstritzer Schwarzbier. Doping für die Haare. In der Tat. Wie kann ich das eigentlich wieder anhalten, wenn es läuft? Also ich kann, es mit der STRG-Taste, aber du musst wohl Stopp alt. In der Tat, weil es dazu beiträgt, nein, dazu beiträgt. Ja, hast recht. Ah, schade. In der Tat, weil... Immerhin. Naja. In der Tat? In der Tat? Oh mein, wisst ihr, wir haben hier... Das ist der Mario! Mach den Mario-Swing! Ja. Wir haben hier einen Zeugen, der kein Mensch ist. Hallo, Luke. Was hat Luke gesagt? Oh, ups. Oje, oje, Mille.
Oh, geht das wieder los? Ey, das war eigentlich von Anfang an klar, oder? Oh, ein Papagei befragen, das kenne ich doch irgendwoher. Aha. In der Tat. Ja, du meintest. In der Tat. In der Tat? In der Tat. Ich habe ihn vorher schon gefragt, ob er sich an diese Ereignisse, ob er sich an die Ereignisse des schrecklichen Tages erinnert. Er meinte, er habe ein besseres Gedächtnis als ein Elefant und er kann sich an alles sehr gut erinnern. An alles sehr gut erinnern? Also, an alles sehr gut erinnern. Ah, stimmt ja. Luke kann mit Tieren reden. Mit Türen reden. Hallo, Tür. Mit Türen? Ja. Was sagt die Tür denn so? Mach mich auf! Hallo, Tür. Hallo. Desmond, die Mondtür. Wie bin ich hierher gekommen? Ich hab auch gerade dran gedacht. Hallo, Parkour. Hallo. Türmann, schreite zur Tat. Das klappt im Englischen sogar besser. Türman. Obwohl, nein, dann wär's ja Doorman. Türmen? Türmen, ja. Aus dem Gefängnis? Ja. Und jetzt türmen wir aus dem Gefängnis. Ihr Jonathan Frakes. Den haben wir noch überhaupt nicht benutzt. So nö. In der Tat. Laborchef Dr. Jonathan Frakes. Okay, weiter. Du sag mal, ein Sound fehlt eigentlich noch. Sagt Jonathan Frakes nicht eigentlich ungefähr 5-mal in jeder Folge, ist das wahr oder gelogen? Das oder müssen wir Wahrheit noch... oder erfunden? Ja, genau. Das fehlt uns wirklich. Das können wir sogar benutzen. In der Tat? In der Tat. Moment. Also, lies mal weiter. Ich muss diesen Sound gar nicht mehr klicken. Ich kann den einfach selber machen. Ja, mach. In der Tat. Du machst das auch viel schöner. Ich glaube, wir haben ein neues In der Tat. Ja, in der Tat. Wir haben einen neuen Laborchef, Dr. Clank. Im Grunde ist eigentlich ja Layton der Laborchef Dr. Clank. Stimmt. Weil er es so oft benutzt. In der Tat. Komm, lies mal weiter hier. Great. Now hey, let's get back to the game. Es klingt verrückt. Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Aber bitte lassen Sie es mich versuchen. Ich bitte Sie, Cookie aussagen zu lassen. Seit wann kann er denn mit Keksen reden? Also, ja, so wenn gerade jemand während der Keks noch redet, ihn isst. Oh Mann, das ist fies. Oh nein, diese Schmerzen. Oh. Papa. In der Tat. Papa! Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Magnesiummangel. Diese Schmerzen. Soll ich wirklich? Ich komme nicht mehr weiter. Und in der Tat? Ja. Frag doch einfach nochmal. Soll ich wirklich? Frag doch einfach nochmal. Soll ich wirklich? Frag doch einfach nochmal. Great. Now let's get back to the game. Ich glaube, das ist heute problematischer denn je, dieser Aspekt. Ja. Ich komme nicht mehr weiter und die Erzeugenaussagen sind alles, nur nicht klar. Eine neue Aussage wäre ein Risiko, aber sie könnte mir helfen, den Prozess auf den Kopf zu stellen. Auf der anderen Seite ist diese Idee vollkommen... auf der anderen Seite. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, treibt er mich in die Enge und Maya ins Feuer. Ah. In der Tat! In der Tat!
Herr Verteidiger, fallt ihr noch unter uns? Es ist weder der Zeit noch Ort für Tagträume. Was ist euer Begehr? Mein Begehr ist... Köstritzer Schwarzbier. Oder Juhu. Vielleicht... Oder vielleicht eine schöne... Scheidenpilz-Cremesuppe von Maggi Meisterklasse. In der Tat... Wir sollten die mal nach Themengebieten ordnen. Essen und Trinken. Ja. Bewertungen von Dingen. Das ist doch der totale Schwachsinn, Mann. Oh Mann. Richtig, ja. In der Tat? In der Tat?